Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Diamant Nuzlocke Challenge. Im letzten Part ist Folgendes passiert. Eigentlich gar nicht mal so viel, zumindest sind wir hier in der Siegestraße gewesen und versuchen hier jetzt durchzukommen bis zur Top 4. Wir wurden allerdings aufgehalten, weil wir nämlich ein wunderschönes neues Mitglied begrüßen dürfen. Und zwar ist das The Zero of Time, unser Stardust, was wir direkt ins Team gepackt haben. Ist das nicht geil, Leute? Unser neues Mitglied mit Wahnsinnswerten, gerade in der Verteidigung, das ist echt geil. Ich wünsche, dass er dabei ist. Wir mussten ihn erstmal einarbeiten, dafür ist jetzt Klausi aus dem Team geflogen. Und ich würde sagen, damit geht es jetzt hier weiter. Jetzt haben wir auch endlich ein Pokémon, was Kraxlein einsetzen kann. Also quasi doppelt gut. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich lang muss. Oh, erstmal, genau, ein Item einsammeln, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann sind wir bereit. Und ja, da ist gleich das nächste, sehr schön. Auch Level 46. Da würde ich mich jetzt mal direkt fragen. Würde Shiros Kraftwelle ausreichen, um das Ding zu one-hitten? Ich bin mir sicher nicht, denn diesen Stardust hat eine sehr, sehr gute Verteidigung, haben wir schon gesehen. Ich glaube, es reicht nicht aus. Und ich möchte es auch nicht riskieren. Also, gehe ich lieber raus. Ich möchte möglichst dieses Pokémon mitnehmen. TM41 Folterknecht erhalten, das ist natürlich sehr schön, aber die wird uns kaum helfen, glaube ich. Na gut. So, wo muss ich jetzt hin? Erstmal in ein wildes Pokémon rein, das ist sehr gut. Da bin ich mal gespannt, wie weit wir heute kommen werden. Ich glaube, ich muss Shiro von der Spitze nehmen. Also der kann hier schlecht... sie. Sorry. Eigentlich er, aber dann doch wieder sie. Keine Ahnung. Kann hier schlecht was gegen die ganzen Pokémon machen, wenn die ganzen... Wenn ich nicht schnell bin oder es nicht zum Monet reicht, ist das nicht gut. Oder lasse ich Shiro vorne? Ich weiß nicht, wer grundsätzlich gut dafür ist. Da geht's auch nicht weiter. Na, was soll's. Da auch nicht, wo muss ich überhaupt lang? Ich hab die Orientierung verloren. Ich glaube, ich muss grundsätzlich oben lang. Bam, bam, bam. Und ich glaube, gegen Onix werde ich schon antreten. Das sollte kein Problem sein. Kraftwelle! Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich. Oh, Volltreffer, bis wir wirklich komplett durch die Höhle durch sind. Da werden wir mal schauen. So. Das heißt dazu, da geht es auch nicht, weil das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder hoch und dann von oben aus lang. Ich bin so froh, dass wir Staus dabei haben, Leute. Es ist echt cool. Das muss man sagen. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig, weil ich hier kraxeln muss. Okay. Na gut. Und wieder ein Pokémon. Ist das nicht toll? Ja, es ist nicht toll. Ach, Mensch. So. Darum muss ich mich nicht einlassen. Dann gehe ich lieber wieder raus. Bam, bam. Tschüssikowski, bis dann. So, ein Schutz zu aktivieren macht ja keinen Sinn, glaube ich. Außer wir würden natürlich die richtig starken Pokémon gerade dann immer zu uns holen. Moment, wir sind auf Level 46. Auch erst ab da würden dann Pokémon auftauchen. Ich glaube, dann aktiviere ich es doch. Denn dann aktiviere ich nur wirklich die wirklich starken Pokémon. Wird sich ja vielleicht doch lohnen. Na gut. Hier geht's dann lang und hier ist die nächste Ast-Trainerin. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich muss vorher nochmal Barzi heilen. Aus Sicherheitsgründen, man weiß ja nie. Bam, 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 bam. Ja. Tschüss, ne? So, das ist mir doch zu gefährlich. So, super Trank. Wo habe ich das denn? Wahrscheinlich ganz unten irgendwo. Ah, nee. Sollte ich vielleicht mal bei den Tränken gucken. Das wäre ganz gut. So, ich muss so dringend wieder einkaufen, Leute. Ganz, ganz dringend. So, plopp. Sehr schön. Und mit Shiro fange ich auch direkt an gegen den nächsten Ast-Trainer. Diesmal soll es auch wirklich ein Ast-Trainer sein, kein Vogelfänger. Zeig mir, wie du dich hier bisher durchgekämpft hast. Los geht's! Na dann, ich bin mal gespannt, was du so hast. Du bist, glaube ich, wirklich ein Ast-Trainer. Ja, bist du auch. Ast-Trainerin. Brunhilde mit Enteron. Okay, passt. Nehme ich so. Dafür haben wir schließlich den Donnerschlag drauf. So. Wir sollten schneller sein, sind wir auch, aber es sollte auch dann reichen. Sinken aber sehr langsam die KP. Aber ist egal. Dam, bam, 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 bam. Sehr schön. Und wunderbar viele Erfahrungspunkte. Wir sind bald wieder auf Bronzeniveau, das ist sehr gut. Huiuiui, so. Und Altera, oh, perfekt. Das gibt massig Erfahrungspunkte. Das perfekte Pokémon draußen haben hier. Das Pokémon mit den meisten KP im Spiel. Kriegen wir es gewonnen. Gerade da, ihr seht schon, sinken die KP natürlich am langsamsten.
Aber sie werden sinken, Leute. Aber vielleicht nicht auf 0. Oder doch auf 0? Doch auf 0. Sehr schön. Doch, hätte ich mir nicht schon denken können, weil es ist immer ein Digitales. Was soll man sagen? Mit Mentalkraft und so. Und wow. 2622, das sieht man schon, wie stark es steigt. Sehr schön. So, hast du also gekämpft? Ja, so habe ich gekämpft. Ich meine, ich habe das alles aufgenommen bisher. Das heißt, kannst du dir auch auf YouTube angucken, was ich bisher, wie ich bisher gekämpft habe. Nur mal so. So, soll ich jetzt mal... Ich kann ihn nicht vorn lassen. Ich würde doch direkt tatsächlich dir doch den EP-Teller geben. Damit du trotzdem noch ein paar RVs bekommst. Dann wirst du zusätzlich noch ein bisschen stärker. Das ist, glaube ich, doch ganz gut. So, aber Tim lasse ich auch vorne, oder... Du brauchst natürlich auch deine EP-Teile, ne? Gib ich lieber dir? Ne, komm, schließen wir. Machen wir es komplett anders. Sieh, du kommst erstmal später dran. Du bist ja schon auf einem recht hohen Level. Ich gebe dir den EP-Teiler. So, dann kriegst du erstmal wieder den Sägesang zurück. Dann bleiben wir erstmal dabei. Denn wir müssen vom Level her auch wieder aufschließen. Das ist ganz wichtig. Ging es hier zum Item? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ne, hier geht es direkt weiter. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Hier oben müsste es zu einem Stein gehen, oder? Ne, doch nicht. Oder? Ne, Top-Elixier, gut. Gibt es natürlich auch. Na dann. Gehen wir hier. Dun, dun, dun. So, Zertrümmerer, haben wir das dabei? Nee. Habe ich schon fast gedacht. Stärke haben wir auch nicht dabei, kann das sein? Oder? Ne, wir haben gar nichts dabei, ne? Haben wir beides nicht dabei? Nee. 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 Nee, du warst nur Kraxler. Dann müssen wir dich vorerst als VM-Abfall tatsächlich benutzen. Umso besser, dass wir dich gefangen haben. Na gut. Ich muss jetzt mal ganz nach unten scrollen. Und wir dann schauen. So. Stärke. Ich denke, was wir beide Status beherrschen können. Joey aber auch, Shiro auch. Es muss Zero sein. Was soll's. Bam, bam. So, Feuer, du wirst du niemals gebrauchen wahrscheinlich. Ist zwar eine spezielle Attacke, aber auch von Trupp Drache, aber dein Spezialangriff ist echt nicht gut. Dippidippidim. So. Und Zetumura halt. Eine noch schlechtere Attacke. Kann ich jetzt nicht Joey beibringen, denn bei Zero ist das Problem, der hatte drei VMs. Und vor allen Dingen Eisenschweif und Knirscher. Das sind beides sehr sinnvolle Attacken. Ich möchte die gerne behalten. So, kann ich das vielleicht... Moment, Moment. Macht das da mehr Sinn, das vielleicht Joey so beizubringen? Eventuell? Ich muss dringend ausgucken, was tun, Leute. Ich muss dringend irgendwie in den Untergrund. Tja. Auch du hast dann drei VMs, das ist echt hart. Bartz könnt's auch lernen. Und Shiro natürlich, aber... Wir machen das anders. So, wir bringen dir jetzt der Trümmerer bei. Irgendwer müssen wir es dabei bringen. Wir müssen dann am Ende sehr, sehr viele Herzschuppen opfern, die wir noch nicht mal haben. Aber es kommt alles noch. Das muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen sammeln gehen, Leute. So, dann haben wir jetzt die VMs alle verteilt. So, wo will ich denn zuerst lang? Ich kann erstmal hier lang. Was haben wir denn hier Schönes? Uiuiui. Ich muss echt viele Herzschuppen sammeln. Zumindest noch vor der Top 4. Aber ich werde es definitiv mal machen. Und vor allem Level muss ich noch. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Leveln und Herzschuppen sammeln. Na gut, aber ich werde es ja nicht mehr aufnehmen, Leute. Das wird jetzt alles offscreen auch wirklich ohne irgendeine Aufnahme vollzogen werden. Bam, bam, bam. Na dann, Joey, das kannst du ja auch machen. Das kriegst du auch hin. Ja, surfe ich dich zugrunde, mein Freund. Dunkelnebel, das hilft dir jetzt gerade gar nicht übrigens, weil jetzt hat hier niemand seine Stats erhöht. Kannst du dir auch gleich zeigen. Hösikowski! Bam! So, wie viel Schaden macht das denn? Oh, ja, okay. Ist jetzt nicht so viel. Aber an zwei sollte ausreichen. Giftzahn bitte nicht vergiften. Und auch nicht flinchen. Auch kein Crit bitte. Ihr müsst wissen, diese Zahnattacken sind die Attacken, die tatsächlich drei Hex
mit beanspruchen können. Einmal der ganz normale Crit, den man kennt, dann der Flinch und sogar noch die Vergiftung. Das würde auch auf Paralyse gehen übrigens und auch auf dem auf Feuerzahn. Auf Eisern geht's nicht, denn man kann nicht gleichzeitig flinchen und einfrieren, das funktioniert nicht. Weil zuerst würde man einfrieren, dann erst kommt der Flinch. Das macht aber keinen Sinn, wenn man flincht, weil man eigentlich vorher eingefroren ist. Ne? Aber bei den anderen drei Zahnattacken, da funktioniert es. Da sind drei Hacks auf einmal möglich, in einem Zug. Ist das schon mal passiert? Ich glaube nicht, ne? Passiert auch eher selten. Ich glaube, die Chance beträgt auch irgendwie 2% oder so. Und schon habe ich missgebaut, glaube ich, kann das sein? Ich habe missgebaut, egal. Ich wollte irgendwie nach unten gehen, wir gehen jetzt einfach nach oben, Leute. Was soll's. Und ich weiß, dass ich es mit einem wahren Anwärter zu tun habe. Für einen Ast-Trainer? Ja, ja gut, wenn du meinst, eigentlich bin ich ja eher Anwärter für den Champ, aber das ist was anderes. Erich mit Galoppa. Das passt doch wie das Pelipper auf das Feuer-Pokémon. So, Joey bitte. Oder halt auch Gastrodon ist sogar noch besser. Machen wir es halt so. Surfer, Feuersturm. Aber das überleben wir definitiv, ne? Ist eine starke Attacke, natürlich, aber... Jo, locker. Nicht der Rede wert. Und auch kein Brand, das ist sehr schön. Und der Surfer, der müsste ja nicht ausreichen. Na dann. Was hast du noch so? Ich bin mal gespannt. Ja, das Ast-Trainer hier, die haben natürlich eine ganz bunte Vielfalt. Wie nur Fliebes. Oh. Das ist natürlich nicht so schön. Hallo. So, Level 45, da werde ich auf jeden Fall auswechseln. Da kann Prism mal rein. Da kann Prism mal rein, auf jeden Fall in deinen Pflanzen-Pokémon kannst du auf jeden Fall am meisten was tun. So, dass du auch mal Erfahrungspunkte kriegst, das wäre natürlich auch praktisch. Finte, Hier muss ich aufpassen, denn du kannst ja auch physisch angreifen, das tut Prism am meisten weh. Genau, das sieht man hier schon. Aber ich habe die Matschbombe. Und die tut noch viel, viel, viel mehr weh. Reicht es denn aus? Es reicht. So wie ich das sehen. So. Und Ramaidon, oh Gott. Was hast du denn da alles mit? Okay, muss ich jetzt extrem aufpassen. Level 48. Okay, ein sehr, sehr starker physischer Angriff. Es ist eigentlich perfekt, wenn ich jetzt Zero reinwerfen könnte, ne? Aber du kannst bestimmt noch Erdbeben, aber es sollte Zero auch überleben, oder? Ich glaube, ich tue es. Weil beim Rest... Okay, Barzi wäre auch noch möglich, aber... ja. Present kann ich nicht drin lassen. Gewonnen-Hitted, auch vom Schnellzeitstrecker gewonnen-Hitted, Erdbeben gewonnen-Hitted. Auch du wahrscheinlich extreme Probleme mit dem Crit zum Beispiel. Das sind die einzigen beiden verfügbaren. Leider hast du keine Schwebe. Ihr werdet beide sehr effektiv als Stahl-Pokémon von Erdbeben getroffen. Aber könnt auch beide mit Stahlattacken effektiv zurückschlagen. Mit Lichtkanone und mit Eisenschweif. Ich werfe doch lieber Barzi rein. Das ist mir doch lieber viel, viel sicherer. Mal schauen. Der Bom-Bom. Jetzt wird doch eh kein Erdbeben kommen, oder? Kommt ein Erdbeben? Antikraft, ja. Na gut. Wobei, dann wäre es doch besser gewesen, tatsächlich Dallas rein zu werfen, aber es ist egal im Endeffekt. Macht eh kaum Schaden. So, ich sollte langsamer sein. Jetzt kommt trotzdem jetzt die Lichtkanone durch, hoffentlich, ja. Wunderbar. Dieser Effekt, ne? Gut, Staus hat das wahrscheinlich insgesamt besser weggesteckt, wobei... Jetzt in diesem Fall ist der Kopfstoß wieder nur vierfach resistet. Bei einer Antikraft wäre wiederum, meines Wissens, vielleicht Dallas das vierfache resistet gewesen. Aber Eisenschweif muss er auch erstmal treffen. Lichtkanone kann es genauso gut machen. Na wunderbar, das war's dazu. Auch viele Erfahrungspunkte, sehr schön. Sehr, sehr schön. Du bist so stark, wie dein Aussehen es vermuten lässt. Ach, das ist schön, dass du mal richtig auch auf dem Aussehen heraus sagen kann, dass wir stark sind. Es gibt so viele Trainer, die bereits gesagt haben, oh, du siehst aber schwach aus, du kannst bestimmt gar nichts. Und dann, ja, haben sie Pech gehabt. Aber du sagst mal tatsächlich die Wahrheit, dass wir auch so stark aussehen können. Das ist doch toll. So. Ich möchte in jeder Zeit möglichst fit aussehen, hier auch mit unseren Pokémon. Weil es nämlich nie was kommt.
So, wir sind halbwegs voll geheilt. So, und ich muss wieder zurück, so wie es aussieht. Oh, blöd. Ich habe nämlich das Stärkerätsel gerade verkackt. Ich habe nicht ahnen können, dass man, wenn man das eine Mal was schon drückt, da irgendwie, dass es sofort verkackt ist. Aber ist ja nun mal so. So, hier gehe ich lieber wieder raus oder auch nicht. Autsch. Joey, bitte fliehe jetzt. Oh, shit. Natürlich, gib mir alles, was du kannst. Ich hätte drin bleiben sollen. Komm, wechsle ich mein eigenes Pokémon ein hier. Der wird 47 sogar, okay. Der Joey ist jetzt leider noch zu langsam vorne. Turmkick. Holy shit. Okay. Ich muss aber fliegen können, oder? Ja, wunderbar. Oh Gott. Oh mein Gott, die wilden Pokémon machen jetzt auch langsam Ramazama hier. Erstmal heilen. Holy shit. Da hätte ich auch nicht drin bleiben können. Dann Crit hätte dann wieder ausgereicht. Ne? Vor allen Dingen, wenn es von einem Turmkick gewesen wäre. Und ich möchte Joey nicht verlieren. Unter gar keinen Umständen. So, ich lasse dich mal vorne trotzdem. Gehen wir erstmal den anderen Weg, würde ich sagen. So. So, jetzt muss ich dich erstmal loswerden, sonst komme ich da nicht rüber. So, ich wollte mich gerade wundern, ich wollte gerade das Fahrrad steigen. Und da taucht plötzlich so ein Pokémon auf. Ich dachte schon, hä? Wie mache ich das denn bitte, wenn ich das Fahrrad öffne, dass ich dann plötzlich ein Pokémon hinstelle? Nee, geht so nicht. Aber egal, ich kann die Wunde benutzen, um mir dann ein Level-Up anzueignen, denke ich mal, Georock. Das wäre sehr schön. Dum, bum, 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 bum. Ja, Tschüssikowski. Das sollte zum Level-Up reichen. Sehr, sehr schön. Und das reicht. Level 47 für Joey. Wieder massig an KP. Oh mein Gott, cool. Sehr schön. Und auch dir ein nächstes Level Up. Auch wieder schöne Boosts. Ist das schön, Leute. So. Hä? So, hat funktioniert. Da muss ich jetzt zertrümmern. Oh, wie war der Trick noch? Ich glaube, man muss das hier den... Genau. Da muss man den Gang zurücksetzen. Top Aether, ja, das hat sich richtig gelohnt. Toll. Genau. Und dann wieder hochstellen. Na, so. Und wieder zurück. Schutz wirklich nicht mehr schön. Ich gehe mal wieder runter, weil ich dann wieder hoch muss. Um das Stärkerätsel wieder zu vervollständigen, Leute. Habe ich ja leider verkackt. Sehen wir auch gleich. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, einen Trainer kriegen wir noch hin heute. Einen einzigen. Oder auch nicht. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr durch heute. Und noch einen Stahl aus, schön. Aber ich habe ja Joey vorne. Dann können wir das Ding wahrscheinlich noch vernichten. Sind wir denn schneller? Ich glaube schon. Wir müssten schneller sein. Und der Surfer dürfte ja ausreichen. Definitiv. Okay. Nochmal schöne Erfahrungspunkte sammeln. Es ist ja so, je mehr KP ein Pokémon hat, umso mehr Erfahrungspunkte gibt es ja auch. Das ist ja gesetzt worden. Deswegen gibt Hytera auch, weil es so viel KP hat, so verdammt viele Erfahrungspunkte. Gibt halt am meisten KP im Spiel. So ist es nun mal. Badum, 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 badum. Na dann. So, jetzt hier nicht verkacken. Obwohl, hier kann man... Das Stärkerätsel kann man eigentlich nicht verkacken. Da hat man eigentlich immer nur eine Möglichkeit. Also. So. Weg hier. So, jetzt aufpassen, dass ich das richtige wegschiebe. Und zwar dich jetzt wieder in diesem Fall. So. Ihr seht schon warum. Dann kann ich das andere, den anderen Steinchen wiederum nach oben schieben. Und dann können wir hier lang. So. Oh, ich wollte jetzt, Speed auf B-Knopf drücken. Aber ich habe jetzt den Gang zurückgestaltet. Das ist natürlich auch schlau. Bam, bam. Okay, ohne nichts. Ich werde jetzt auch schnell kaputt kriegen. Mit einem wunderschönen Surfer. Du bist tatsächlich schneller. Wow, ich bin schwerst beeindruckt. Aber es hat mir locker aus. Locker, locker, locker. Ich weiß, sie ist Stahl. Doch, Stahl ist vielfach resisted. Das ist natürlich dann perfekt. Kann man nicht anders sagen. So. Dum, dum, dum. Das war's mit Onyx. Ich hoffe, wir kommen dann auch locker durch. Um wieder viele Erfahrungspunkte. Bald wird auch Stardust wieder viel dazu gewinnen. Na gut. So. Und das ist schon der nächste Training. Aber den werden wir heute nicht mehr schaffen, Leute. Okay, Leute. Dann machen wir Folgendes. Und zwar bin ich jetzt an dieser Stelle im Part. Das war's heute. Im nächsten Part geht's weiter hier in der Siegestraße. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe, wir sind im nächsten Part ein bisschen schneller unterwegs. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann. Auf Wiedersehen.